Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Beim letzten Mal haben wir zwei Stücke des Maser noch was gefunden. Ach nee, ist ja nur das Masamune. Ja, schade. Wir haben die Klinge und den Schwertgriff erhalten und auf dem Schwertgriff stand Melchior. Der Typ, der Waffen verkauft aus dem Jahr 1000. Da wollen wir es mehr oder weniger auch hin zurück. Müssen halt auch nochmal eben unsere Lebenspunkte und sowas auch nochmal auffrischen bei Gelegenheit. Hier an den Mini-Piccolo ist halt auch nochmal irgendwie vorbei. Wenn sie mich nicht angreifen würden, mit dem Poli-Woli, hast du nicht gesehen. Ah, kriegen wir ihn. Hoffentlich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, geh mal weg. Danke. So, ja, jede Menge Zeug gekriegt, was ich alles gar nicht so unbedingt brauche. Aber okay. Kann man machen. So, hier unser Zeittor. Yay. Zeitreisen. Yay. So. Dann sind wir wieder am Ende der Zeit. Können nur Robo Hallo sagen. Und darf ich euch begleiten? Jetzt nicht, vielleicht später. Also warte ich auf euch korrekt. So, ich könnte mich natürlich halt hier irgendwie heilen und Lebenspunkte regenerieren und Mana-Punkte regenerieren, tralala. Aber zu Hause ist billiger, so. Oh, besucht mich jederzeit. Ich bin eine Art Helfer. Okay. Jederzeit. Aber nicht jetzt. So, zu Lenas Platz in 1000 AD. Ich weiß, das ist nicht Medina, das ist nicht da, wo Melchior wohnt. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier halt auch nochmal was vor. Zum einen nach Hause gehen und pennen. Ja, und dann mal schauen. Und noch dazu möchte ich nicht hier. Ich möchte hier nochmal in dieses Minispielzelt reingehen. Wir erinnern uns, das Zelt, wo wir aus welchem Grund auch immer jede Menge Münzen haben. 255 Silberpunkte. Das eigentliche Maximum des Spiels ist nur 200. Also ich habe hier eine ROM erwischt. Aus welchem Grund auch immer die Silberpunkte gelockt sind auf das Maximum. Also über das Maximum hinweg. Ja. Okay. Warum auch immer. So, Inia. Wir haben da das eine Minispiel immer noch nicht geschafft. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Ist nichts mega Notwendiges. Aber ich will's haben. So. Monster brechen aus, wir müssen sie mit Stein werfen, tralala. Und nebenbei, Lena hätte ich beinahe gesagt, Male, vor dem Feuer bewahren. Ob ich das so hinkriege, ich weiß ja nicht. Sieht aber auf jetzt schon mal besser aus als beim letzten Mal. Siehst du wohl, easy, gar kein Problem, first try. Gut gemacht, hier eine Katze. Ich habe eine Katze. So, und die Katze ist jetzt zu Hause. Wir sind nicht die Katze. Aber sie ist zu Hause. Jetzt haben wir zu Hause zwei Katzen. Katzen gewinnen so einfach wie manchmal. Da sind sie. Hallo Katze. Hallo andere Katze. Hallo noch eine Katze. So. Dann gehen wir mal pennen. Gut ausruhen. Jo. Chrono legt sich hin. Was die anderen beiden Mädels da machen, oh, keine Ahnung, wie die sich ausruhen. Ich will es vielleicht gar nicht so genau wissen. Gut, so. Aber es bleibt natürlich nicht bei einer Katze. Insgesamt kann man in dem Spiel 11 Katzen haben. Allerdings sind die anderen Katzen ein bisschen schwieriger zu beschaffen als jetzt die erste. Oder halt, naja gut, ist es jetzt die zweite quasi. Ja, aber ich zeig mal, was wir bekommen, wenn wir jetzt das 80er Spiel noch ein paar Mal machen. Oh, noch. Noch ein weiteres Mal, vorausgesetzt, wir gewinnen. Ist ja immer so eine Sache. Da denkst du, du gewinnst und, ja, nee. Geh weg. Nein, 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 nein. Ja, okay. Und nochmal. Easy. Katzenfutter. Ich bringe es in Chronos Haus, damit seine Katzen nicht wegrennen. Also die Katzen werden, sofern ich mich erinnern kann, nicht wegrennen. Aber wir haben Katzenfutter.
Ich zeige euch mal, wo das Katzenfutter gelagert wird. Die Schüssel dazu stand schon die ganze Zeit da. Nämlich hier. 22 Unzen Katzenfutter. Wie viel eine Unze ist, ja, habe ich mal irgendwann nachgelesen, aber... Jedenfalls braucht man 150 Unzen ungefähr für eine weitere Katze. Dann kommt aber auch eine weitere daher. Ja, und dann hat man schon die dritte Katze. Du kriegst für jedes Mal, wenn du jetzt eins der Minispiele halt spielst, ein bisschen Katzenfutter, weil für das 80er-Spiel am meisten. So. Kriegst du irgendwie um die 20 Unzen Katzenfutter. Ja, und dann kannst du dich einen Keks freuen, weil du hast Katzen. So. Dann gehen wir nochmal zu dem Haus, wo wir in dieser Zeitlinie, nee, wir haben in der vorherigen Zeitlinie einer Dame Rauchfleisch gegeben. Und die hat gesagt, oh, meine Kinder werden das Teil lernen. Dann muss ich halt nur gucken, wo das jetzt hier genau war. Guts Herrenhaus vielleicht? Hm, könnte sein. Ich wünsche, mein Mann wäre etwas weniger freigebig. Aha, der andere hätte gesagt, er wäre nicht so geizig. Die andere. Ne, bevor wir Zeit verändert haben. Wen ich am meisten liebe? Mein Papa natürlich. Aha. Teilen und dem Bedürftigen helfen. Das sollte ich zum Motto unseres Dorfes machen. Ja, sehr schön. Ne, statt dass er halt sein Geld liebt. Papa ist lieb. So soll es sein. Das ist doch toll. Da niemand beschwert, dass man halt nicht zu großzügig ist, ja, weiß ich auch nicht. Alle denken, Papa ist großzügig. Heißt das, sie denken, er ist cool? Wer weiß. Ja, haben wir doch etwas Positives bewirkt, oder? Das ist toll. Teilen ist toll. Dafür fängt es auch mit Tee an. Tolle Dinge fangen mit Tee an. Mammut fängt nicht mit Tee an, deswegen ist Mammut auch nicht toll. So. Okay. So, das war es eigentlich jetzt auch schon, was ich jetzt hier machen wollte. Es ging ja jetzt schneller als gedacht. Dann können wir jetzt nach dasselbe Jahr, aber an das Portal halt hin. Ne, nämlich auf einen anderen Kontinent. Ich kann es, glaube ich, auch irgendwo zeigen. Warte mal. Ne, da ist die Pause. Anders. Ne? Hm. Oh, da ist aber die Katze schnell unterwegs. Nee. Wie kann ich hier noch, ne? Zeug einstellen. Stereo an, tralala. Kampfmodus aktiv, kann ich hier jederzeit auf das Warten halt zurückbauen. Fensterhintergrund könnte ich hier auch noch abändern, je nachdem wie lustig ich bin. Was eigentlich ganz cool ist. Nochmal, ne? Ein bisschen anders zurück. Kann ich die Schnelligkeit von Anzeige der Kämpfer, Infofelder. Ne? Also je nachdem. Hier, keine Ahnung. Du bekommst Tonic, der Gegner setzt Y ein. Da kannst du hier einstellen, wie schnell das angezeigt werden soll oder wie lange es angezeigt werden soll. Anzeige der Kämpfer ist, glaube ich, halt auch, ne, wie schnell diese Animationen vorbei sein sollen. So, Kampfanzeige. 1, 2, keine Ahnung. Ja, Menükürze merken kann man. Dann bleibt halt quasi, keine Ahnung, du hast ausgewählt, Chrono soll Doppeltech hast du nicht gesehen machen. Und dann merkt er sich in der nächsten Runde, okay, ich war jetzt bei Doppeltech XY, ich merke mir den Cursor hier. Ist ganz praktisch. So, Steuerung Standard, was wäre ein anderes? Ach so. Umgemünzt auf westliche Bereiche, okay. Warte. Nein. Kampfcursor merken. Ach, hier. So. Tech-Objekthilfe an. Ja, kann man machen. Tech-Objektkürze merken. Ja, kann man machen. Okay. Ey, so. So, das ist die Anordnung. Dann kann ich hier sagen, ja, hier, Luca soll auf Platz 2 sein, warum auch immer. Für halt sowas wie dieses Minispiel von eben. Es wird halt immer Position 2 in deiner Gruppe halt genommen als Geisel, die dann halt eventuell verbrennt. Wenn du aus welchem Grund auch immer haben willst, dass Luca halt der andere ist, dann, ja. Und ähnliche Situationen, wo halt dann die Position der Charaktere wichtig ist dafür, dass halt was passiert. Nie Story relevant. Dann kannst du es hier abändern. Oder wenn es dir auch einfach nicht so gefällt. Ja. Ja.
So. Tralala. Wippeltech haben wir alle noch nicht. Kommt alles noch. Na, wir sehen, wir haben ja normale Tags mit verschiedenen Charakteren. Wir haben die Doppeltags, die auch mit verschiedenen Positionen, Charakteren unterschiedlich sind. Und Triple Tags, wo halt alle drei dann zusammen einen Angriff machen. Ja, auch mal das Menü erklärt, so nach 30 Folgen. So, jetzt aber zurück ins Ende der Zeit, damit ich dann einfach auf eine andere Insel springen kann. Aber eigentlich wollte ich ja die Karte finden, ne? Ne, das ist das. Nein. 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 Ich finde die Karte nicht. Normalerweise kannst du immer eine Karte öffnen. Dann kriegt man Übersicht über den Kontinent und so. Aber finde ich jetzt gerade nicht. Dann müsst ihr halt damit leben, dass es keine Karte hat. So. Jedenfalls kommen wir auf einen anderen Kontinent in derselben Zeitlinie, indem wir einfach, ich glaube, hier hingehen. Ja. So, dann sind wir nämlich wieder hier in Narnia gewesen. Geht. Ich gehe da mal, ne? Ciao. Und dann gehen wir hier unten wieder hin zu Melchior. Und er wird uns etwas über das Schwert vielleicht erzählen können, warum es Made in Medina ist. Guten Tag. Ihr seid es wieder. Wollt ihr meine Sammlung sehen? Dieses Schwert, das Masamune, woher habt ihr es? Warum ist dein Name auf dem Schwert eingraviert? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Ja, na klar. Erzähl uns alles über das Masamune. Ist es reparabel? Es könnte möglich sein, wenn wir einen Traumstein hätten, aus dem das Schwert gemacht ist. Traumstein? Wo kriegen wir den her? Es gibt ihn nicht mehr. Es war ein roter Stein, der einst mehr wert war als Gold. Leider ist das sehr lange her. Na gut, aber sehr lange ist für Zeitreisende jetzt nicht unbedingt ein Problem, ne? Ich bezweifle, dass ihr den roten Stein je finden werdet. Aber falls doch, werde ich das Masamune reparieren. Bis dahin behaltet das Schwert. Würdet ihr was kaufen? Nee, du hast nur Dreck. Komischer Schwertschmied. Der hat ja nur Schrott. So. Ich persönlich weiß schon, wo ich hin muss. Aber wir gehen natürlich halt storytechnisch durch. So, wenn du doof bist, mit wem sprichst du? Nämlich mit dem Typen, der uns helfen kann, wenn es um Zeiten geht. Also, gehen wir wieder zum alten Knacker. Und zwar ihn hier. Traubstein? Ich habe natürlich davon gehört. Ein prähistorisches Mineral. Vielleicht ist es in grauer Vorzeit zu finden. Jo. Darf ich euch begleiten? Ja, kannst du mitkommen. Wobei, ich bin bereit, Chrono. Ah, nee, warte noch. Wir warten noch, bevor wir Robo mitnehmen. Machen wir ein bisschen später. Ah, die Musik, toll. Erinnert mich so ein bisschen an Rick Astley mit Never Gonna Give Me Up. Never Gonna Give You Up. Ein bisschen so vom Stil der Musik her. Ja, Robo ist einfach der neue Rick Astley. Weiß Bescheid. So, auf zu den mythischen Bergen. 65 Millionen vor Christi. Weil wenn es eine... Anscheinend ist, den es schon lange nicht mehr gibt, dann gehen wir dahin, bevor es der Zustand war, bevor es ihn nicht mehr gab. Was denn? Ich weiß nicht. Zurück in die Vergangenheit.
Ja. Oh, hier sind Gegner, die waren vorher nicht da. Sie sind grün und schuppig. Was sind das für Viecher? Gegner, würde ich mal sagen. So, Reptiten. So, dann nutzen wir doch mal hier schön. Was haben wir denn hier? Feuerwirbel. Machen wir mal auf den hier. Du hast ja leider nicht unbedingt etwas, wo ich sage, so, das nehmen wir jetzt aber. Da ist doch jetzt gut mit euren Dreckkugeln hier. Feuerwirbel. Easy. So, nur der eine. Dann nehmen wir einfach mal einen Drehschnitt. Spalter. Ach nee. Easy. 360 Erfahrungspunkte, 10 Tech-Punkte. Rotblatt erhalten. Krone wird aufgestuft. Oh nein, kommen ja noch mehr. Sie sind in der Überzahl. Was sollen wir tun, Krono? Oh, wer bist du denn? Oh, die ist aber tough. Wer ist diese Frau? Oh je, das war's dann wohl. Oh, wir haben immer noch 4 Stück zu bekämpfen. Reptiten. Widerliches Gesocks. Trifft das tatsächlich jetzt alle? Oh. Awesome. Easy. Was willst du? Ah! Krono! Du, stark! Wie dein Name? Krono, ja? Guter Name. Ich. Ja, das ist unsere gute Eila. Ich, Eila. Eila, starke Leute mögen. Also auch Krono. Geh weg von ihr, Krono. Ich denke, sie mag dich, Krono. Ihr auch stark. Eila bewundert starke Leute. Männer und Frauen. Junge, Junge. Aus welcher Anstalt ist die getürmt? Krono, woher kommen? Wie erklären wir ihr das bloß? Wir sind von lange nach dem Tag nach morgen. Haha, ihr lustig. Eila lustige Leute mögen. Es hat keinen Sinn. Kommt ins Dorf. Wir reden und essen. Tanzen, essen, Spaß. Im Prinzip gerne, aber wir sind hier, um den Traumstein zu suchen. Stein? Viele Steine. Hier, dort, im Dorf. Hier, viele nehmen. Komm, Krono. Jokerdorf hier entlang. Okay. Okay, komische Dame. Ja, da kann ich nicht hochspringen. Ich muss hier einfach durch, ja. Na dann, ab durch die Dinos. Schauen wir mal, ob wir hier wieder was bewirken können. Jo, das sieht gut aus. Ja, jetzt treffe ich den rechten nicht, weil er sich gerade ein bisschen bewegt hat. Da ist ja ärgerlich. Wie, es reicht nicht? Doch, es reicht. So, jetzt hier. Den letzten. Komm schon. Du weißt, was du willst. Wie jetzt? Immer noch nie? Oh. Down. Geht doch.
Ja, wir kriegen komische Währung. Immer Hörner, Rotblätter, Speckios, Anni. Oh, apropos, da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, ne? Speckio bekommt ja auch irgendwie eine neue Form. Ich glaube, aktuell ist noch nicht die Zeit dafür. Ob ich den dann besiegen kann, ist nochmal so eine Sache. Luca aufgestuft, wir haben aktuell... Ja, gut, Speckio hat noch seine alte Form. Alles gut. Weil erst, wenn wir Level 20 sind, also gerade wenn unser Hauptcharakter Level 20 ist, dann... Erst dann verwandelt sich Speckio. Und dann halt auch erst wieder bei Level 30. So. Was wollt ihr denn hier? Überall Gegner. Überall. Alles herumlaufende Erfahrungspunkte. Vielleicht sogar viel. Der Wahnsinn. Laufenden Haarknäule. Hey. So, jetzt gibt's wieder ganz viele Level-Ups. Oh, hi. Chrono, zu langsam. Komm, Chrono, Joghurtdorf hier entlang. Komm ja schon. So, und sie führt uns quasi hier in dieses tolle Dorf. Wo wir auch abseits der Häuptlingshütte aktuell kaum was machen können. Chefhütte. Nicht Häuptlingshütte. Hallo. Gut, komm, Chrono. Bald Nacht und bereit für Feier. Los, Chrono. Okay. Alle zuhören. Neue Freunde hier. Starker Mann, Chrono. Freunde von Chrono, Male und Luca. Unga. Jetzt wir tanzen. Ja, da kennen wir schon wieder, ne? Den Song, den kennen wir von der Feier, von der Jahrtausendfeier. Also war schon ein bisschen älterer Hit. Aber hier kommen wenigstens das Trommeln halt auch vernünftig daher und so. So. Los, Chrono, feiern wir! Okay, dann feier du mal. Also gut, überredet. Was macht sie da? Will ich das wissen? Ich weiß nicht. Oh, die gehen hier ab. Und wer bist du? Ihr Fremde, aber eile feiern. Warum? Aha. Vielleicht, weil sie uns mag. Gute Musik, wir Generation weitergeben. Gute Musik, wir Generation weitergeben. Oga, Bunga, Munga, Meute. Tanz auf, Wind, Leute. Was ist los, Male? Was ist so witzig? Das ist fantastisch. Ich will auch tanzen. Ja, und tanz doch. Das ist super. Los, Chrono, tanzen wir. Klar. Mit L-R-X-Y-B tanzen. Aufhören mit A. Okay. Ich kann lachen. Lachen ist ein toller Tanz. Ich kann mir auch im Kreis drehen. You spin me white round, baby, white round. Ich kann auch nach hinten laufen, ohne zu laufen. Der Wahnsinn. Und Headbang. Like a Chrono. Okay. Das ist super. Los, Chrono, tanzen wir. Nö. Hab schon. Sowas mit dir? Hm. Chrono, du musst Poi probieren. Ja, dann löffeln wir mal aus, ne? Okay. Sag bloß, du hast Schiss. Los, auf Ex! Gluck, 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 gluck. Ja. Okay. Luca hat gerüpst. Chrono, du musst Poi probieren. Nee, hab ich gerade.
Hey, du bist kein Schwächling, oder? Iss schon auf. Okay. Noch eine Schüssel. Wer weiß, was da drin ist. Und ob das Bio ist oder vegan. Ich glaube nichts davon. Ist ja immerhin ja Steinzeit, ne? Okay. Was hast du noch zu sagen? Kono versuchen Spezial-Urzeit-Wildschweinsuppe. Richtig lecker. Ayla kämpft Raditen. Ihr Chef Azala heißen. Sehr gerissen. Alle in Jokerdorf kämpfen. Wer nicht ins Laruba-Dorf gehen. Nicht wissen, wo Dorf ist. Immer verstecken. Azala will zerstören Joker und Laruba. Aber Ayla nicht verlieren. Erst wenn Ayla tot aufgeben. Genug. Bruno heute treffen. Guter Tag. Essen, feiern, singen, tanzen. Okay. Und noch irgendwas zu sagen? Bruno. Du roten Stein suchen? Seltener roter Stein, Kraftzeichen. Ayla am stärksten in Joker. Also Eilerstein. In Ayla kämpfen. Du Ayla kämpfen. Wenn gewinnen, Ayla dir geben. Ayla herausfordern. Ja, muss ja, ich brauche den Stein. Viel Suppe bringen. Jetzt feiern, also essen. Kono und Ayla Suppenwettkampf machen. Wir anfangen. Oft A drücken. Okay, ich drücke oft A. Bin ich schon der perfekte Suppenesser? Ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht so der Suppenfreund, ne? Aber mit Kekse geht das. Wobei, Kekse in der Suppe, ich weiß ja nicht. Ja. Genug, Krono, du gewinn. Ich Stein geben. Das ging ja einfach. Krono, viel gegessen. Letzten Topf für Gesundheit essen. Okay, essen. Vielleicht zu viel gegessen. Und alle hängen so hier. Die sind irgendwie Fußstapfen, sie scheinen nicht menschlich zu sein. Puh. Was? Lügner, ich war eine richtige Dame gestern Abend. Aber warum habe ich so Bauchweh? Vielleicht vom vielen Poi. Morgen, Kono. War letzte Nacht nicht irre? Nee, wir waren nicht in Irland. Hey, wer hat diese Spuren gemacht? Er ist weg. Der Torschlüssel wurde geklaut. Oh je. Weißt du, jetzt haben wir einen roten Stein, aber wir können nicht mehr durch die Zeit reisen. Die Spuren stammen von dem Dieb. Ohne ihn sitzen wir hier für immer fest. Das ist nicht lustig. Fragen wir Ayla. Hey, Ayla, aufstehen. Kono, schon wach? Zu viel Suppe, wie Stein geschlafen. Entschuldige, aber wir wurden bestohlen. Was? Bestimmt Raptiten gewesen. Kono, mitkommen. Mit Raptiten abrechnen. Wer noch mitkommen? Jo. Jetzt haben wir Ayla erstmal fest im Team. Wir können jetzt mal wieder Robo mit rübernehmen. Ja, nochmal schauen. Jemand vom Dorf. Wir gehen fragen. Kono, los. Okay. Ja. Ich will aber nochmal gucken, ob wir hier noch was haben. Und generell, was wir hier noch so vielleicht machen können. Treffpunkt ist ja, glaube ich, hier die Party-Area. Party-Location schlechthin. Ich habe mich gerade auch gefragt, sind das hier Schweinenasen, die da auf den Blättern liegen? Jedenfalls gibt es auch Fisch und Hummer und wahrscheinlich auch Schweinenasen, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir natürlich auch mal die Möglichkeit, viele tolle Orte zu bereisen. Hier ist Dactylnest, da müssen wir glaube ich später hin. Jagdrevier können wir nochmal machen. Wir waren ja hier schon mal, haben einen Nu besiegt. Wir könnten hier, weil wir gerade hier anwesend sind, theoretisch nochmal vielleicht einen Nu bekämpfen. Vorausgesetzt, es regnet. Was so eine Sache ist. Generell nochmal gucken, was hat denn Ayla eigentlich für ein Element? Oh, gar keins. Das ist ja blöd. Aber, ja. Nichtsdestotrotz zählt Ayla mit zu den stärksten Charakteren im ganzen Spiel.
Und ihr werdet noch sehen, warum. So, es kann jetzt ruhig mal regnen. Okay. Also kein Nu hier, das heißt, ein Nu ist da drüben. Wenn ich jetzt wieder wüsste, wo es hier lang ging. Oh, ach, da war er jetzt. Ah, okay, ich war an der falschen Stelle. Hoffen wir, wenn es jetzt nochmal regnet, dass er nochmal da ist. Dann nutzen wir einfach die Chance und holen dann direkt, ne, 30 Tech Points von so einem schönen Nu. Dann sind wir im Nu stärker. Aber wir kriegen von ihm jetzt kein drittes Auge mehr. Weil, haben wir ja schon. Dann ist halt so ein Gegenstand, den kriegen wir nur einmal. Na komm. Fängt er jetzt an, überall anders auch mal zu sein, ja? Aber jetzt ist er nämlich nicht mehr hier. Oh. Da willst du einfach nur noch mal ein paar Tech-Punkte haben. Ist nicht. Soll ich von hier aus noch mal irgendwie einen kürzeren Weg nach da hinten hin? Ich glaube nicht. Wir warten noch einmal den Regen ab, ansonsten haben wir halt dann Pech gehabt. Dann heben wir uns das Nu-Geschlachter auf für die nächste Folge oder so. Bitte warten. Jetzt ist er da oben. Das sind quasi die drei Positionen. Einmal das, wo wir ihn schon mal besiegt haben, die Stelle hier und hier da unten. So, einfach angreifen. Er haut uns ja auf Maximum einen Lebenspunkt zurück. Ihr seht das, ne? Eiler macht 340 Schaden mit einfach nur irgendeinem Angriff. Das ist der Wahnsinn, diese Frau. Ich starke Frauen mögen, so. Was hast du für Techs? Noch gar keine. Kommt jetzt erst peu à peu mit den ersten Gegnern, die ich jetzt besiege. Jetzt 160. Okay, dann war es eben ein Crit. Ist auch in Ordnung. Dennoch mehr Schaden als alle anderen. Sie krittet wohl viel. So, 30 Tech-Punkte. Ayla erlernt Schmatzer. Robo lernt Robo-Angriff. Du stark, hier nehmen. Wir haben drei der folgenden Dinger erhalten. Was nicht verkehrt ist. So. Dann muss man die Chance machen jetzt nochmal. Wir warten. Auf den Regen. Kann es natürlich sein, dass es nicht mehr regnet und ich rausgehen muss und es dann nochmal regnen muss. Ich glaube ja. Dann machen wir tatsächlich wieder Überlänge heute. Da-da-da-da! Immer drauf, immer drauf. Nein, wir können natürlich die Angriffe, die Techs jetzt wieder angucken. Aber du hier, du hast den Robo-Angriff. Eine Single-Tech für fast 300 Schaden, das ist ordentlich. Sie hat einen Schmatzer, normalisiert Status und füllt einige LP. Also macht quasi Heilung und Statusveränderung verbessern. Brücknoke. Ein Schmatzer. Kann man machen. Bitte warten. So, und Robo hat ja auch in letzter Zeit wenig Tech-Punkte bekommen. Ayla erlernt Rollo-Kick. Doppeltech Drehkick gelernt. Drehkick gelernt. Jetzt wird's aber lustig, du. Stark hier nehmen. Wir kriegen wieder drei der folgenden Dinger.
So. Dann gehen wir nochmal da hinten hin. Ausgesetzt, ich muss jetzt hier nicht irgendwie aufkämpfen. Nur gucken, wo hier lang kann. Ach Mist. Dann machen wir einen Rollo-Kick. Du machst einen Stich. Du machst auch irgendwas. Ah, zum Glück ging es auf Chrono. Da ist nicht wenig Schaden. So. Wo war das? Das war hier, ne? Ob man das jetzt hier über den Regen nochmal was kommt, aber nein, natürlich nicht. Vergeigt. Na gut, vergeigt ist nicht, ne, aber. Wahrheit jetzt nicht richtig. Egal. Gehen wir raus. Abseits der Techpunkte sollten wir jetzt auch genug haben für anderes Gedöns. Aber ich glaube, das gucken wir uns an. In der nächsten Folge von Chrono Trigger. Vielleicht besiegen wir da auch nochmal Nu, müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal. Also, dann bis zur nächsten Folge von Chrono Trigger.